Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video für Train Sim World 4. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ein neues Update für TSW 4 bekommen, recht großes, über 1 GB war das groß, quasi die Fortsetzung des Winter Core Updates. Und in diesem Update war was dabei, auf das viele schon lange warten, quasi seit dem Release von TSW 4, nämlich der Formation Designer in der offenen Beta, der Zugverbandersteller. Wir können uns nun unsere eigenen Züge zusammenstellen, wir können Dampflok, den Flying Scotsman vor Intercity-Waggons hängen. Wir können so viel Quatsch machen, alles das machen, was wir möchten, zusammenhängen, was wir möchten. Und das wollen wir uns heute mal angucken. Ich freue mich drauf. Endlich ist es im Spiel enthalten. Es ist natürlich noch nicht final. Es ist, wie gesagt, die offene Beta. Da kann es natürlich noch zu Fehlern kommen. Da sind wahrscheinlich auch Features noch gar nicht freigeschaltet, die dann final noch kommen werden. Aber wir werden uns das Ganze jetzt mal angucken. Wenn euch das gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefällt. Und was mir sehr viel Freude bereiten würde, wäre, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr den Kanal abonniert und mir dabei helft, die 30.000 Abonnenten zu erreichen. Gehen wir mal rein. Zu finden ist das Ganze hier auf der Hauptseite, hier oben rechts, unter Creators Club. Da haben wir das Kreativnetzwerk, den Lackierungsgestalter, den Szenarioentwickler und haben jetzt hier auch den Zugverbanddesigner. In der Public Beta auch nochmal extra ein Ausrufezeichen dahinter. Es ist die Beta-Variante. Klickt ihr drauf, dann habt ihr hier die Möglichkeit, wenn ihr schon Zugverbände erstellt habt, hier nach den Zugverbänden zu suchen. Oder ihr könnt natürlich einen neuen hinzufügen oder einen schon erstellten Zugverband hier anpassen. Wir wollen natürlich einen neuen hinzufügen. 300 Stück könnt ihr insgesamt im Moment haben in der Beta. Denke nicht, dass sich das Final da noch ändert. 300 ist schon ziemlich ordentlich. Und dann gehen wir rein. Neu hinzufügen. Könnt ihr hier einen Namen eingeben. Nehmen wir mal Thomas die Lokomotive. Einfach, weil ich es kann. Bestätigen das Ganze. Dann haben wir hier noch Einstellungen. Hier könnt ihr den Zugverband noch drehen. Ist im Moment noch nicht freigeschaltet. Und nochmal den Namen ändern. Mal gucken, ob hier noch Optionen hinzukommen. Wenn das Ganze dann final fertig ist, schauen wir mal. Im Moment haben wir nur diese beiden Optionen. Und wir können natürlich den Zugverband erstellen. 100 Lokomotiven oder Waggons, 100 Fahrzeuge kann man hier aneinander hängen. Ich denke, das ist auch ganz ordentlich. Man kann einen benutzerdefinierten hinzufügen, also einen eigens erstellten, kann man hier einfügen, dann nochmal verändern oder halt auch einen aus dem Creators Club, den man dann selber verändern kann. Aber wir wollen jetzt hier auf offiziell hinzufügen gehen, denn da habt ihr dann alle Lokomotiven, alle Wagen, alle Triebzüge, alle Triebwagen. Alles, was ihr besitzt an DLCs, habt ihr hier in der Übersicht. Das Ganze wäre natürlich blöd, wenn ihr hier per Scrollen suchen müsstet nach euren Lieblingswagen oder Loks. Deswegen haben wir hier oben natürlich auch eine Suche, die wir benutzen können. Ich möchte jetzt hier ein Intercity mit der Vectron mir erstellen. Gehen wir hier drauf, klicken drauf, dann haben wir hier unter offiziell einmal die offizielle Vectron, so wie sie im DLC als Standardversion dabei ist von Railpool. Dann habt ihr hier natürlich noch den Reiter persönlich, wenn ihr hier eigene Lackierungen erstellt habt. Und ihr habt den Reiter Creators Club für alle Lackierungen, die ihr aus dem Creators Club abonniert habt. Wir nehmen hier mal meine eigene Vectron, die damals der Ludwig Design, der Fabian B. für mich erstellt hat. Sehr, sehr coole Variante. Großes Dankeschön nochmal dafür. Gibt es im Creators Club zu abonnieren, falls ihr die auch fahren möchtet. Und dann haben wir schon mal die Lok. Dann können wir hier noch schwenken mit der rechten Maustaste. Wir können zoomen mit der linken. Rein und raus. Und dann können wir natürlich noch Wagen hinzufügen. Klicken wir nochmal auf offiziell hinzufügen. Ich brauche Intercity-Wagen, also IC. Dann habt ihr hier quasi alle Fahrzeuge, die IC im Namen haben, habt ihr hier. Dann haben wir hier die Intercity-Wagen der linken Rheinstrecke. Die wollen wir aber nicht, sondern wir wollen die von der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Es geht jetzt auch nicht darum, dass hier die richtige Wagenreihung ist, sondern nur, um das Ganze mal zu zeigen. Klickt ihr hier auf Hinzufügen. Ich wollte eigentlich das Ganze. Ja, das funktioniert noch nicht so richtig hier. Umkreisen. Ah, so, genau. So wollte ich das, damit wir den Zug auch sehen. Und dann seht ihr, hängt hinten ein Intercity-Wagen dran. Jetzt gehen wir nochmal auf offiziell hinzufügen, machen das Ganze nochmal. Blöd finde ich noch, ich hoffe, das kommt noch in der finalen Version, dass man hier nicht sagen kann, häng gleich 5 dran.
Das ist ein bisschen schade. Man muss das hier wirklich einzeln machen. Ist jetzt auch kein Riesendrama, aber ist natürlich ein bisschen umständlicher, als wenn man da gleich mehrere hinten dran hängen kann. Nehmen wir auch nochmal hier den BPMMZ. Hängen wir mal 8 Stück dran. Jetzt haben wir 5. 6. 7. Und dann nochmal ein BPMMZ 8. Genau. Dann können wir hier mit Q können wir noch einen hellen oder einen dunklen Hintergrund auswählen. Daten kann man hier noch einblenden. Da sieht man dann, wie viele Tonnen der Zug hat, wie viele Fahrzeuge, wie viele Lokomotiven, wie viel Leistung. HP steht für Horsepower, also PS. Und wie gut die Leistung in der Steigung ist, bei 0,5 bis 2,5% Steigung. Das wird hier auch angezeigt. Sehr, sehr genial. Und das war es eigentlich schon. Dann geht ihr auf Speichern. Zack, gespeichert. Und dann können wir das hier auch schon wieder verlassen. Möchte die Änderung speichern? Ja, können wir auch nochmal Ja sagen. Und dann haben wir hier in der Übersicht Thomas die Lokomotive. Dann sehen wir hier nochmal die Zugverbandsliste, wie lang jeder Wagen ist, wie viele von jedem da dranhängen. Nochmal hier die Übersicht, wie die Bewertung in der Steigung ist und was wir eben hier schon hatten, die Gesamtleistung, das Gesamtgewicht, wie viele Fahrzeuge und wie viele Loks. Aber wie können wir denn den Zug jetzt fahren? Das geht folgendermaßen. Wir können, wenn wir hier sagen zu den Zügen, dann gehen wir hier Strecke auswählen, dann sucht ihr euch eure Lieblingsstrecke aus. Was nehmen wir mal? Ja, nehmen wir einfach mal die Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Und dann könnt ihr hier entweder ins freie Spiel gehen, da fahren aber keine KI-Züge, sondern das ist dann nur für euch. Ihr seid dann in der großen Sandbox, wo ihr alleine unterwegs seid, wollen wir jetzt aber nicht. Wir gehen hier in den Fahrplan, dann könnt ihr nämlich auch zu Fuß spawnen. Dann sagen wir hier, wir wollen in Duisburg Hauptbahnhof um 12 Uhr spawnen. Aber nicht im Februar, sondern im Juli. Wir machen hier auch klares Wetter. Dann gehen wir rein ins Spiel. Und dann sind wir hier am Duisburger Hauptbahnhof, aber unser Zug ist natürlich immer noch nicht da. Aber ich kann euch das natürlich nur für die PC-Version sagen. Ihr könnt ja mit der Tab-Taste könnt ihr hier einen neuen Zug erzeugen. Und dann gebt ihr hier oben, müsst ihr euch natürlich merken, wie euer Zug heißt. In dem Fall hier brauchen wir die Vectron. Ne? Nicht Thomas eingeben, mein Zug heißt ja Thomas, die Lokomotive. Das findet ihr hier nicht. Ihr müsst euch merken, welche Lok oder welchen Wagen ihr mit im Zugverband habt. Wie gesagt, in meinem Fall hier die Vectron. Und dann habt ihr hier neben den offiziellen Varianten, die ihr aufgleisen könnt, und den Lackierungen, habt ihr hier noch die benutzerdefinierten Zugverbände. Und da ist Thomas die Lokomotive. Klickt ihr drauf, klickt auf Erscheinen lassen und dann stellen wir den hier hin. Das hat jetzt doch hat geklappt. Und dann steht hier mein Intercity mit der Train Gamer Vectron. Ist das nicht cool? Die Gamertron mit den Intercity-Wagen hinten dran. Sehr, sehr genial. Also das hat wirklich super geklappt. Und so könnt ihr euch Züge erstellen, wie ihr wollt, wann ihr wollt. Mit so vielen Lokomotiven, wie ihr wollt. Könnt ihr natürlich ein bisschen rumspielen. Und dann können wir endlich, also das ist ja wirklich, ich glaube, TSW 1 kam 2018. Das sind jetzt 6 Jahre fast. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Monat es rauskam. Nach 6 Jahren ist es endlich möglich, sich eigene Zugverbände zu erstellen. Ich werde bekloppt. Also wirklich, das ist eins der Features, worauf sich auch die meisten gefreut haben, als TSW 4 angekündigt wurde. Wir gehen hier mal rein. Und dann können wir hier nicht das Fenster aufmachen, die Tür zu, Fenster wieder zu. Wir müssen ja erst für unseren Zug eine Route erstellen. Zack. Wir müssen uns reinsetzen, genau. So, jetzt geht's. Route setzen. Jetzt habe ich das Ding natürlich falsch rum aufgegleist. Das ist natürlich wieder der Vorführeffekt. Aber egal, wir können ja trotzdem hier hinfahren. Ist ja jetzt nur nicht erreichbarer Ort. Super. Habe ich ja super gemacht. Gut. Das ist aber auch kein Problem.
Hier einmal Zug entfernen. Und dann gleisen wir ihn in die andere Richtung auf. Vorführeffekt, ne? Ihr kennt das. Zuletzt ausgewählten erzeugen. Aber bitte so rum. So. Setzen uns einmal rein. Route setzen. Und dann fahren wir einfach, ist ja jetzt auch egal, wir fahren einfach hier hin. Zack, bestätigen. So, und dann ganz normal, Hauptschlüssel rein, Richtungswender nach vorne. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Lösen die Bremse. Und dann können wir losfahren. Ganz normal. No, will er nicht. Ja, logisch. So. Mal wieder komplett verpeilt. Jetzt geht's aber los. Sehr schön. Und dann hat die Vectron den Intercity hinten dran. Ist natürlich für Szenariobauer auch eine absolut geniale Sache. Weil man jetzt natürlich, wenn man Szenarios baut, man kann ja auch Szenarios bauen. Also es gibt ja auch Szenariobauer, ich glaube die Hanna hatte das gemacht, die man dann auch nicht im Traders Club hochladen kann, sondern die es dann nur für PC gibt. Quasi als Editor-Kreation, PC-Editor-Kreation. Und da kann man sich natürlich schöne viele Zugverbände erstellen, die dann durch die Gegend fahren. Also ich finde es eine richtig geile Sache. Gerade auch so PZB-Züge, ne? Personenzüge, besondere Zwecke zu Überführungsfahrten mit Waggons kann man jetzt auch wunderbar erstellen. Also das ist wirklich, wirklich genial. Ja, das wäre der Szenario, nicht der Szenario, der Formationsdesigner. Und natürlich kann man da wahrscheinlich noch mehr schöne viele Schabernack-Sachen treiben, aber das waren so die Elemente, wie das Ganze funktionieren wird. Die Grundbedienung quasi sehr, sehr einfach und auch sehr, sehr übersichtlich. Da haben sie wirklich mal was gemacht, was jetzt wirklich eigentlich für jeden verständlich sein sollte. Und ich bin da gespannt, was da so kommt an Kreationen der Community, an Zugverbänden. Und wir werden natürlich auch die eine oder andere Runde mal mit selbst erstellten Zügen drehen. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Feature. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder treffen. In dem Sinne, macht's gut und ciao, ciao.